Bevor das Video beginnt, muss ich hier einen ganz wichtigen Hinweis machen. Das ganze Video ist keine Anlage, Kauf oder auch Finanzberatung. Das Ganze spiegelt alles nur meine persönliche Meinung wider und dient euch ausschließlich hier zur Unterhaltung. Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bewerte dein Vivi-Portfolio und heute mit dem Portfolio von Mr. Mandy einmal dabei. Und der Gute ist jetzt schon seit dem 17. Juni 2021 mit dabei, das heißt schon ziemlich lange eigentlich. Man muss in dem Fall sagen, er hat nicht viele Collectibles, dafür hat er aber auch wieder sehr gute Collectibles. Und die schauen wir uns jetzt heute einmal an und ich zeige euch hier auf jeden Fall meine Meinung zu diesem ganzen Portfolio. Als allererstes schauen wir uns überhaupt mal die Daten für dieses Portfolio einmal an. Das Portfolio hat in dem Fall hier einmal 24 Collectibles, 6 Comics. Insgesamt hat er davon 4 Sets, was an der Stelle auch schon mal echt ziemlich gut ist. Wenn man das mal im Vergleich sieht hier, das ist auf jeden Fall, ja, geht auf jeden Fall absolut klar bei der Anzahl von Collectibles. Momentan war das Value bei ungefähr 17.000 Dollar. Das ist auch in Ordnung, wenn man bedenkt, dass das Ganze hier nur 30 Collectibles sind, ist das auf jeden Fall sehr, sehr stark. Insgesamt hat er ungefähr 39 MCP-Punkte täglich. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber ja, eigentlich relativ ausgeglichen, wenn man sieht, wie viele Collectibles er eigentlich nur hat. Von daher ist das auf jeden Fall in Ordnung. Er hat allein 10 Punkte durch die Sets. Da sieht man auch wieder mal, die Sets machen auch echt sehr, sehr viel aus, was die Punkte angeht. Und ja, dementsprechend sieht das ganze Portfolio aus und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Das ist die erste Seite einmal hier des ganzen Portfolios. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal sagen, hier... DeLorean Interactive in dem Fall ein sehr, sehr starkes Collectible und halte ich auch für noch ziemlich unterbewertet. Das Ganze wird sehr wahrscheinlich irgendwann, wenn das Ganze mit dem Viviverse kommen wird und das Ganze dann vielleicht auch dort drin fahrbar werden wird, sehr viel interessanter. Dann haben wir einmal Supergirl, ein sehr, sehr schönes Collectible mit einer der schönsten überhaupt vom Grafischen her meiner Meinung nach. Batman vs. Killer Croc ist ein Collectible, was ich jetzt persönlich nicht so feiere. Es sieht schon ganz cool aus, aber wirklich Value, glaube ich, steht dahinter nicht. Wird man aber sehen, wie das sich verhalten wird in Zukunft. Das ist aber einfach nur eine persönliche Meinung von mir auch. Genau, ansonsten haben wir hier unten noch ein paar von den Eternals. Das auf jeden Fall sehr stark. Dann haben wir noch den Brain Bolland Penguin. Das ist auch schon ein Collectible, was von Black and White ist. Und ich glaube, Season 3 war... Bin mir jetzt nicht ganz sicher, nicht Season 3, sondern Series 3 und Season 2, glaube ich, schon noch war, beziehungsweise ganz knapp, glaube ich, zu Season 1. Auf jeden Fall auch ein gutes Collectible an der Stelle, ist, glaube ich, auch so bei 500, 600 Dollar, also auf jeden Fall auch nicht schlecht. Anschließend auf der nächsten Seite, da sehen wir schon zwei Collectibles, die auf jeden Fall sehr viel interessanter sind und das ist nämlich einmal hier der Superman und einmal den Todd. Und als drittes Collectible noch der Donald Duck in dem Fall hier einmal. Auch ein sehr starkes Collectible von den Lenny Kolar-Karten her mit der Hashtag 1 hinten drauf. Ein Collectible, was ich sehr bevorzuge. Und dann hat er hier tatsächlich auch noch den Robin. Das ist auch ein sehr gutes Collectible und in dem Fall hier auch eine FA. Wahrscheinlich dann dementsprechend auch vom Preis her irgendwann nochmal deutlich teurer als momentan. Und die Harley Quinn 56, auch ein schönes Collectible, auch eine schöne Mint-Nummer 3131 an der Stelle. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren bei dieser Seite hier. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Seite einmal angekommen. Hier haben wir nochmal Jim Lee The Joker, auch ein sehr schönes Collectible, was ich tatsächlich auch nicht so oft sehe, muss ich sagen, insgesamt von den Portfolios, die ich bis jetzt bekommen habe. Aber auf jeden Fall ein Collectible, was extrem interessant ist und tatsächlich, glaube ich, auch mit einer der ersten... Ich glaube, das ist sogar eine FA-Joker, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall auch ein schönes Collectible und auch Dragon Girl hier einmal. Auch ein Collectible, was ich persönlich sehr feiere, mir tatsächlich aber bis jetzt nie wirklich geholt habe. Ist wahrscheinlich auch für den asiatischen Markt hier eventuell sehr interessant. Und in dem Fall die Common ist, glaube ich, auch das Collectible, was von dem Künstler hier selbst sozusagen das Original ist. Also dementsprechend auf jeden Fall hier schönes Collectible von den Comics her. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, außer das Marvel Comic Hashtag 1, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hier mit, ja, keiner Low Mint, aber schon einer niedrigen Nummer, weil damals waren es ja noch 60.000 Editions, von daher ist das auf jeden Fall hier anstelle auch in Ordnung. Kommen wir zu den Kategorien, wie ich das Ganze hier einmal einteile. Wir schauen uns erstmal die Dinge an, die für den MCP hier interessant sind. Dann einmal besondere Mint-Nummern, Blue Chips, das stärkste NFT des ganzen
Portfolios, mein Lieblings-Collectible aus dem Portfolio und ich bewerte das Ganze einmal von 1 bis 10. Fangen wir einmal mit dem MCP an und hier ist auf jeden Fall einmal der DeLorean natürlich als Set sehr, sehr interessant und auch sehr cool an der Stelle. Ich habe persönlich hier tatsächlich nur die Common wie auch die Rare und die Ultra Rare ist ja natürlich sehr gut zur Ergänzung. Außerdem fürs Vivi wäre es halt, wie gesagt, eben schon sehr, sehr interessant irgendwann, wenn man das Ganze dann auch wirklich fahren kann. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber ich denke mal, das werden wir dann auch irgendwann, wenn das Ganze wirklich mit den Metaversen kommt, auch sehen. Dann haben wir in dem Fall noch drei Ultra Rares, die dem ganzen Portfolio hier noch beiliegen, die natürlich auch für den MCP hier nicht uninteressant sind. Geben, glaube ich, 2 Punkte, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, 2 Punkte waren das. Dementsprechend auch hier auf jeden Fall sehr schön zur Ergänzung. Und dann haben wir hier noch einmal ein weiteres Set, das Eternal Set, einmal vollständig, was ich auch sehr, sehr befürworten kann an der Stelle. Das ist wirklich ein Set, wo sehr viele Charaktere drin sind, die, glaube ich, auch extrem Value bekommen werden irgendwann, wenn wirklich dann auch so ein Spiel rauskommen wird mit den Mighties, dann hat man hier auf jeden Fall ein schönes großes Set mit dabei und das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ansonsten hat er noch einmal hier Batman vs. Killer Croc noch als einzelnes Set dabei, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Besondere Mint-Nummern hat der Gute natürlich auch und da haben wir nämlich einmal das Dragon Girl hier natürlich mit der 873, ist jetzt keine super besondere Nummer, ist halt einfach eine Low Sub-1K Mint an der Stelle. Das eigentlich bei jeder Nummer hier in dem Fall ist jetzt nichts super Besonderes von den Nummern her, es sind halt alles Sub-1K Mints. Die Tena hier mit 480 ist halt eine schöne glatte Nummer natürlich, aber generell sind das jetzt einfach nur Sub und Caymans, die natürlich schön sind und auch ihren Value bringen werden wahrscheinlich in Zukunft, aber jetzt nicht super interessant sind zum Sammeln. Dann kommen wir einmal zu den Blue Chips und hier hat der Gute natürlich einmal den Todd und damit natürlich schon mit einer der Grails hier auf Vivi. Dann haben wir natürlich mit den Superman natürlich auch ein Collectible, was zu den Grails einfach gehört. Ist außerdem auch tatsächlich ja auch ein einzelnes Set, was ich jetzt tatsächlich auch hier oben einmal vergessen habe, was mir gerade mal so auffällt. Ist natürlich ein einzelnes Set und natürlich an der Stelle auch sehr, sehr interessant und auch tatsächlich vom Design her sehr schön gestaltet. Und muss ich tatsächlich sagen, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir tatsächlich eher sogar einen Superman holen als einen Todd vom Aussehen her. Aber es ist nur meine Meinung an der Stelle. Dann haben wir natürlich hier noch einen Marvel-Comic Hashtag 1 mit dabei. Das ist natürlich auch mit einer der Grails hier auf Vivi, jedenfalls von der Comic-Seite her und dementsprechend hier auch mit dabei. Dann haben wir noch Donald Duck und The DeLorean hier einmal dabei. Das sind für mich persönlich einfach so ein paar kleine Mini-Grails, sage ich jetzt mal so. Donald Duck in dem Fall hier mit der Hashtag 1 hinten drauf. FE unter anderem, aber auch hier eine neue Art von Collectibles, in dem Fall die Lenticular-Karten. Und dementsprechend hier auf jeden Fall für mich auch persönlich ein kleiner Grail. Und der DeLorean ist für mich persönlich in dem Fall hier ein Grail, weil es die Ultra Rare ist, die Interactive ist. Und dementsprechend halt irgendwann auch im Viviverse ETC fahrbar werden wird sehr wahrscheinlich und dementsprechend dann auch sehr viel Value einfach bekommen wird. Wenn man einfach den DeLorean im Metaverse fahren kann, ist das halt schon was ziemlich einzigartig ist an der Stelle. Kommen wir zum stärksten NFT des ganzen Portfolios hier und da fiel es mir jetzt nicht so super leicht, ehrlich gesagt, aber ich bin im Endeffekt auf den Todd gekommen, der hier auf jeden Fall für dieses ganze Portfolio sehr, sehr interessant ist. Wir sprechen hier von dem ersten Collectible von Vivi überhaupt. Wir sprechen hier von dem Todd einfach. Das ist auch meiner Meinung nach ein cooles Collectible. Und ja, das erste Collectible, wie gesagt, auf Vivi. Und das hat auf jeden Fall extrem viel Value auch in Zukunft, denke ich mal. Mein Lieblings-Collectible des ganzen Portfolios ist definitiv hier der DeLorean Time Machine Interactive Ultra Rare, weil ich persönlich dieses Collectible einfach extrem cool finde und halt auch einfach für die Zukunft sehr, sehr interessant finde, weil es halt, wie gesagt, fürs Metaverse einfach höchst interessant ist, hier das dann auch vielleicht fahren zu können. Und wenn man bedenkt, dass das halt wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Leuten machen können, dann sind, glaube ich, auch 15.000 Editions dort ziemlich, ziemlich wenig. Und wenn ich einer von diesen 15.000 Leuten bin, die halt im Viviverse zum Beispiel dann hier auch mit dem DeLorean rumfahren können, dann ist das schon auf jeden Fall eine feine Sache. Und würde ich schon tatsächlich sagen, ist schon ein Flex,
man hier damit rumfahren kann. Und dazu wird es ja vielleicht dann auch möglich sein, irgendwann so eine Animation hinzuzufügen, dass ja, der DeLorean wieder mehr oder weniger wirklich so Zeitsprünge machen kann, also in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft reisen kann. Und das stelle ich mir auf jeden Fall an der Stelle auch sehr, sehr cool vor. Insgesamt bekommt das ganze Portfolio hier einmal von mir eine 9 von 10. Das Portfolio, muss ich tatsächlich sagen, ist halt schon ziemlich lange dabei. Kommt natürlich auch mal darauf an, wie viel man dort wirklich rein investieren möchte. Von jemandem, der seit Juni dabei ist, hätte ich eigentlich mehr erwartet, sagen wir es mal so, von den Collectibles her. Aber an der Stelle hast du auf jeden Fall gute Collectibles, mit denen du das Ganze ausgleichst. Du hast insgesamt von 24 Collectibles 4 Sets voll. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das Eternal Set hat natürlich allein 10 Collectibles. Das heißt, da sind dann nur noch 14 eigentlich für 3 andere Sets. Also das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, was du hier gemacht hast mit deinem Portfolio. Und wenn du natürlich nicht so viel Geld reinstecken möchtest, dann machst du momentan alles richtig. Das war es jetzt hier einmal mit dem Video zu Mr. Mandy, seinem Portfolio. Und wenn euch das ganze Video wie auch das ganze Format hier gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like hier unter diesem Video einmal da. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Macht's gut und ciao, ciao.